Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass wieder einmal von fast allen Medien ein Vorfall mit der Antifa verschwiegen wurde. Ein schwerwiegender Vorfall, weil er besonders schändlich ist. Der AfD-Abgeordnete Martin Hebner ist am 7. Juli um 20.30 Uhr nach Angaben des Merkur an dem Gehirntumor gestorben. Zuvor wurde das Haus der Familie beschmiert. Und er wurde mit einem Knüppel angegriffen von Linksextremen, wie man immer sie auch nennen will. Die Familie hat daraufhin einen Tweet abgesetzt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass über so einen Vorfall nicht berichtet wird, sondern die Antifa wird komplett ausgeschwiegen. Ich habe einmal die Webseiten von Spiegel, Welt und Bild aufgenommen, um zu dokumentieren, dass kein Bericht darüber zu finden ist. Selbst weit hinten nicht. Es kommt einfach gar nicht vor. Es kommt aller möglicher irrelevanter Unsinn, kommt, aber das kommt nicht. Man kann natürlich ganz sicher sein, wenn jetzt ein grünen Politiker, der im Sterben liegt, von einem Rechtsextrem angegriffen worden wäre. Ich halte dieses Rechts-Links-Schema für falsch, weil in Wahrheit sind die, man sieht sie allein schon den Begriff Nationalsozialismus, man sieht ja schon, was da drin steckt. NSDAP, da ist dreimal irgendwas mit Arbeiter, Sozialismus. Da sieht man schon die Nähe zu den Kommunisten. Es ist eine, ja, es gibt natürlich Unterschiede, aber im Grunde ist sozusagen die Nation dann das, was der Kommunismus ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Jedenfalls, wenn umgekehrt ein Grüner angegriffen worden wäre, dann kann man natürlich sicher sein, das käme ganz groß. Das wäre der Riesenskandal. Und da müsste jetzt die AfD müsste sich jetzt zu Kreuze kriechen und sie müssten sich distanzieren und sie müssten, ja, also sie wären eigentlich schuld. Die AfD wäre schuld daran gewesen. Dass irgendwelche Grünen oder Linken, die die Antifa unterstützen, mitverantwortlich gemacht werden, davon ist natürlich hier nicht im geringsten geredet. Es wird ja noch nicht mal mehr berichtet. So ist das in der besten Demokratie. Es ist einfach nur widerlich. Es ist eine Schande. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.